Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Mal wieder eine Mission von Simeon, der Gutmensch. Mit dabei ist der Mox und der Captain Daydreamer direkt im Anschluss. Ich hoffe, ich habe es mit dem Lex einigermaßen hinbekommen. Wenigstens ein bisschen. Aber jetzt lasse ich auch mal die anderen zu Wort kommen. Das GTA Online, nicht GTA 5, du Penner. Das ist trotzdem GTA 5, Mann. Ach, komm, ey. Wohin denn? Herr Amoxon, könnten Sie starten? Ja, selbstverständlich. Ich habe das Spiel nun gestartet. Übrigens fand ich diese Anmoderation sehr gut, weil das erste war, was als Geräusch in meiner Aufnahme kam, war von Amon. Oh, wir gucken uns, guck, wie wir uns gegenseitig gegenüberstehen. Und ich will euch beide jetzt umgehen. Warte, mal bleib mal so stehen. Oh nein. Mit wem fahre ich, ey? Warte mal, so. Leute, wir brauchen, haben. Warum stehen hier eigentlich keine Autos, Mann? Warte mal, bleib mal so stehen. Yeah. Okay. Warte, da hinten ist meine Karin Kuruma. Warte, kommt. Achso, das. Ist das so ein Viersitzer, glaube ich? Nee, oder ist das zwei Sitzer? Komm mal einfach rein. Sollen wir jetzt echt zu vier mit einem Auto fahren? Nein. Achso, schon wieder. Aber wir sollen wieder zwei Autos stehen. Ne? Wir müssen zum selben Platz alle. Alter, ich krieg gerade kein Auto. Ja, ich hab einen Viersitzer. Komm her. Ich hab einen Viersitzer Sportwagen. Kommt dann mal her. Ja, okay, ich komm mit. Ich wollte gerade umgefahren von einem verfickten. Ey, wir haben keine Zeit. Ja, schon klar. Hab ich auch schon gesehen. Warum schon klar? Willst du auch einsteigen? Warte, ja. Komm her. Komm her. Okay. Aber warum haben wir keine Zeit? Weil ist halt nicht so mit Zeit. Voll geil. Haben keine Lust auf Zeit. Ja, ohne Witz, ich finde die Karre geil. Mann. Alter, verpisst euch. Also ich finde, von vorne sieht die Karre gut aus, von hinten nicht. Die Karre ist ein scheiß Karre Kuruma, aber nur halt gepanzert. Also die können uns nichts anhaben, wir können einfach Drive-By machen. Also wenn da Gegner sind, ist das scheißegal, bleib einfach in der Karre sitzen. Die treffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich treffen, ist sehr gering. Es kann gut sein, dass wir in irgendein Haus rein müssen oder so. Ja, das kann natürlich sein. Nur die Karre lässt sich unheimlich schwer lenken. Achso, da ist also dieser Kuruma, der so OP ist, ja, aber es gibt noch einen OP-Herren, dieser Insurgent. Den kannst du nicht mal mit Haftbomben oder so. Da brauchst du 10 Haftbomben, damit der verreckt. Also wie ihr gesehen habt, Leute, läuft schon besser, aber ich bin immer noch längst beim Auto fahren. Aber auch hauptsächlich nur, wenn andere, glaube ich, fahren. Das ist total merkwürdig. Oh, Alter. Ja. Alter, dieses Auto macht sehr komische Geräusche bei mir. Ja, das macht allgemein, das ist halt so. Als ob man da drin irgendwas machen würde, was versaut ist. Na. Nee, das so ohne Geräusche finde ich jetzt nicht. Vielleicht einfach nur, weil bei mir der ganze Sound so hinterherlenkt, hinterherhängt einfach. Stiehl die Autos, das ist nämlich auch noch so fraglich. Vielleicht sind da einfach auch mehrere direkt für uns. Ja, das sind, glaube ich, zwei. Das sind zwei Stück. Ah, siehste. Wer fährt? Dann aber bestimmt wieder vier. Ja, aber ist egal. Ich schätze mal, hier stehen jetzt irgendwelche. Ja. Also, ihr könnt auch schießen, wenn ihr wollt. Ja, aber ich habe Probleme, aus dem Auto zu schießen, ist so mein. Warum? Ist kein Problem, also die schießen und die können uns ja nicht kriegen. Hier, komm her, die wehren sich nicht, alle weg. Ne? Die haben sich gewehrt, aber die haben. Ah, hör auf! Selbst doch, dass du aussteigst. Wo sind die Karren? Wo sind die Karren, die wir brauchen? Hier drin. Ach, hier drin. Ah, man, warte. Also, nimm. Ah, okay. Ja. Dann muss ich halt fahren. Andere. Ist das die Scheiße? Ab. Nein. Okay, das ist einigermaßen. Das ist ein Banshee. Fahr geradeaus. Fahr links. Genau da. Ja, ein Banshee, Alter. Jetzt rechts. Oh, wir müssen erst die Cops abschütteln. Oh, nee, Alter. Bleib stehen, Amon. Ja, komm, lass die Cops einfach alle in mir, klar. Aber nicht zu weit nach hinten, ne? Das ist wieder eine Straße. Na, genau. Ey, ihr lenkt die voll gut ab vor mir. Okay, jawohl. Ihr habt schon Kopf weg. Ja. Ja, einfach Parkplatz fahren. Richtig, ist einfach gewartet. Okay, bin ich jetzt auch, aber meistens klappt das nicht. Bei uns schon. Doch, warte, ich mach das jetzt auch. Boah, jetzt klappt's wieder gar nicht mit dem Autofahren. Ich versteh's einfach okay, nicht. Okay, lol. Ich hab so viel die kommen. Was war das denn? Die konnte man aber richtig easy abschütteln. Das ist aber eigentlich lächerlich. Ja, ist auch ein bisschen strange. Haben die überhaupt zurückgeschossen, die Leute, die wir gerade abgeballert haben? Ja, aber ich war nicht recht schnell. Ich war auch nicht so sicher. Oh, Alter, das ist so kacke gerade. Ich hasse es. Bitte eigentlich mal. Ja, bitte? Ja, vielleicht mal selber fahren. Ich glaube, dann klappt das besser. Ich weiß aber nicht, warum. Soll ich aussteigen? Nein, wir machen gleich, wenn wir noch ein Auto besorgen müssen. Ich glaube, meinst du? Die Mission ist relativ chillig. Weiß nicht. Also Leute, so sieht im Übrigen GTA 5 mit Bildern aus, also GTA Online. In Dia Show oder was? Ja, Dia Show, ja. Oh, ich glaube sogar für eine Dia Show ist das zu unrund.
Lol, jetzt wo der Arme dagegen fährt, ist hat. Ja, das war. Okay. Geh mal weg da, ich muss das Auto parken. Ey, ihr steht genau im Weg, das ist doch ein Witz. Ja, jetzt. Warte, da war schon. Was eine Kackmission. Easy. Wir hat Dingens hat so ein richtig. Ihr habt beide so ein Babyface irgendwie, aber vor allem Armon hat so ein richtiges Babyface. Das trübt. Ich habe Don Marston als Vater ausgewählt. Ja, aber voll zum Muttergelenk, weißt du? Ach, Don Martin, oder wie heißt? Ja, ich hab Claude. Ich hab Claude als Dingens, ey. Glaub ich auch. Ist Claude nicht die Fette? Nein, Claude ist der Typ, der aus GTA 3 und GTA Dingens. Ach so, ich dachte, Claude wäre diese fette Frau von Trevor da. Was jetzt? Weiß ich nicht, wir können. Warte mal, sollen wir alle die Mission machen? Die habe ich alle schon gemacht, keine Ahnung. Lass mal San Andreas Soul machen. Okay. Ah, nee, Alter, ich kenne die ist scheiße. Oder Dieb gesucht. Ja, dann mach Dieb gesucht, komm. Ich habe die schon, aber ist ja scheißegal. Hä, wieso kannst du die auswählen? Ja, aber wir beide wahrscheinlich schon, dann braucht der Dritte nicht. Lass mich da mal gleich mal kurz versuchen zu fahren, weil, ich weiß wir nicht. Müssen. Ich fahr. Okay. Als ob wir jetzt nicht fahren müssen, das wäre vollst du, lol. Wir müssen fliegen. Nee, Spaß. Können wir? Ja. Ich bin beraubt worden, bla bla bla. Oh nein, wir müssen schon wieder ein Auto klauen. Dieb ja, okay. Gesucht. Was sonst? Ach, und eine schöne Kokett. Kennen wir ja. Na, aber dein privates Auto, in echt? Ja. Hast du auch so ein Kokett gebaut? Ja. In echt. No, ich hol die Autos zurück. Ja, wir können. Hier, fahr einfach meine Karre. Komm, fahr meine Karre ich dann. Ich fahr meine. Also ja, fahr ich alleine. Achso, hast du deine auch? Ja, das ist mir egal. Armons Karre steht hier auch im Übrigen. Wo ist denn das Ziel? Ach, die bewegen sich. Habt ihr schon? Habt ihr markiert? Armon, steig du bei mir ein. Er hat bessere Waffen. Was? Steig du am besten bei mir ein, ja, okay, weil er hat bessere Waffen. Ein. Na gut, wie ihr wollt. Armon, markier den Gegner bitte. Hallo, ich kann nicht fahren. Jetzt. Markier mir irgendeinen. Ja, ich hab mir irgendeinen markiert, ich hab einfach nur M gedrückt. Ich fahre einfach dahin. Die fahren auseinander. Hab ich markiert denn nie? Ja, du hast markiert, so gut. Okay, fahr mal in die Richtung. Ich will jetzt mal schauen, ob es mit Fahren funktioniert, wa? Fahren wir mal in die Richtung. Nur bei mir? Ja, aber hat gerade auch ein bisschen bei mir gehangen. Immer noch? Nee, gerade nicht. Nee, nicht mehr. Ich nehme mir die Karre, die nicht geradeaus ist, sondern weiter rechts. Okay. Die nähere Karre wohl. Fahr du. Ja, dann muss man ja aber immer wieder neu markieren, ne, weil die bewegt sich, wir nehmen die linke dann. Ja, du hängst ein bisschen bei mir gerade. Ja, bei mir gerade ein bisschen Internet. It's okay? Ja, ich glaube schon. Okay. Hat dein Internet keine Lust? Nee, manchmal hat es wirklich einfach keine Lust. Einfach ja, das Disconnect. Merke ich schon. Ja. Ich hole mir die Karre, also ihr seht ja, wo ich lang fahre, ich hole mir auf jeden Fall die Karre. Ja, aber ich habe gerade Schwierigkeiten, den zu markieren, weil es gerade einfach nur extrem bei mir hängt. Ja, ich fahre einfach mal in die Richtung. Ich gönn mir. Alter, ich bin nicht in der Lage Kuruma zu markieren. Sehr gut, Armand. Danke. Guck selber mal. Alter, ich kann gerade über. Lol, hey, wie ist denn der Typ gefahren, dass ich jetzt 1,4 Kilometer wieder fahren muss? Das Schlimmste ist, ich warne euch, man kommt kaum an die Karren dran. Und das Geilste ist, die Karre, die ihr sucht, die ist genau bei mir auch. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich kann nicht markieren, denn beim Autofahren geht gar nicht. Ich weiß, woran das liegt, das kotzt mich übel an. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Autobahn komme, wo die sind. Ich weiß gar nicht mal, welche ich habe und welche nicht. Du. Aber guck mal, hier links soll unsere sein. Hier direkt bei uns. Ja, okay, ich verfolge die. Ich fahre einer hinterher, nimm du die andere. Ja, ich kann nicht hinterher schießen, Armon, ne? Ja, super. Weckt mir zu sehr. Geht nicht, sorry. Toll, und er schickt mich zur gleichen. Ist ja lächerlich. Ich versuche mir jetzt den anderen zu krallen, aber es ist nicht so leicht. Okay. Vor allem gerade wieder in der Testaufnahme ging das, ich verstehe das nicht. Entweder ich kann nicht mit einem zweiten von euch im Auto sitzen. Also, soll ich aussteigen? Willst du fahren? Nein, fahr. Egal. Ich versuche mal die Markierung wegzumachen. Okay. Nee, kann ich nicht. Hm. Aber nicht wie eine Legende, der will einfach nicht, dass ich die Markierung wegmache. Ja, kann sein, weil ich die gesetzt habe. Ich versuche mir den anderen zu krallen, aber der. Alter, wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Ja. Versuch einfach mal einen Kopf zu schießen, wenn du bei dem bist. Ich hab's gerade. Ja, unser hat uns so regelrecht angefahren, einfach mal. Ja, die hat uns voll reingefahren und wenn die hergefahren, dann hab ich den relativ glücklichen Headshot gegeben. Oh, fuck, ich muss die Abfahrt nehmen. Oh mein Gott. Ich muss echt mal gucken, ob ich die Folgen dann überhaupt veröffentliche. Das ist. Alter, bei mir, der ist viel zu schnell. Das ist eine Qual. Dieser Hund, Alter. Ja, genau, jetzt muss ich auch noch Gegenverkehr fahren.
Warum seid ihr das? Wer fährt da hinten weg? Ne, das ist die Karre. Ihr seid die. Was sagen wird? Wir können ja mal. Oh Junge, der Typ trollt mich. Könnte ich ja gerne helfen kommen. Kannst du gerne versuchen, aber der Typ geht mir richtig auf die Nüsse. Ja, oh, ich komme jetzt ganz nah dran langsam. Ey, das ist mein Auto. Ja, ich glaube, ich hab den jetzt gleich. Lass mich nochmal fahren. Okay. Ist der Punkt, wo wir gestartet sind, Alter? Lol, einfach mal so ein Smart, einfach mal vor der Fahrbahn geräumt. Okay, warte, ich krieg den jetzt in den Sack. Okay, haben direkt Headshot, alles klar. Okay. Gut. Problem war einfach nur den zu bekommen. Sorry, dass ihr warten müsstet. Los, von dir. Was hat der für ein Geräusch? Hast du am Mikrofon gerochen? Grade. Hm? Hast du tief am Mikrofon gerochen, wa? Oh ja. Fuck, oder am Kleber. Legendary Drive Skills. Was kommt dir mir entgegen? Ja, so ein bisschen. Also ich leck dir entgegen. Gott sei Dank hab ich so eine scheiß Probleme nicht. Ja, ich weiß auch nicht, woanders liegt. Guck mal, warum? Oh warum fuck, alter Zug. Was, Amon? Warum haben wir eigentlich Spielerleben? Wir müssen doch sowieso niemanden. Ja, das frage ich mich auch. So, höchstens ja, vielleicht springen wir selber die Luft. Autos. Ja, vielleicht kommt wieder noch irgendwas. Ich fahr mal. Deshalb beeile ich mich auch. Wenn wir keine Zeit haben. Wir haben ja auch keine Zeit und du lieferst ihn jetzt eigentlich direkt bei dem Typen ab. Ne, scheint es gewesen zu sein. Sauber. Autos explodieren. Ja, der sagt zu drei Leuten, ich bin froh, euch meinen Sohn zu nennen. Schüttelt der euch jetzt die Hand oder mir? Nee, dir. Ja. Ah, der weiß halt, wer der Boss ist. Mit der Hipster-Frisur. So, das heißt, ich bin Hipster. Willst du das damit sagen, hä? Ja. Level 16. Ich komm kein Level up mehr, ey. Level 8. Ihr vergesst immer zu bewerten. Einfach immer Enter drücken, fertig. Ja. Ja, ich denke nicht, dass ich die Folge hochlade. Ja, aber. Der Junge, ich kann keine Dia-Shows hochladen. Junge, wir haben jetzt 80%. Würde ich sagen, und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen, oder? Ja, machen wir mal halt eine kürzere Folge, oder? Ja. Cool. Ja, ist ja egal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Jo, wir haben euch ganz doll lieb. Tschüss. Tschüss.